Und damit herzlich willkommen zurück zu Gears of War 4. Zusammen mit mir, dem Kings Let's Play und dem Rico. Ja, jo. So, wir müssen jetzt hier mit unseren kleinen neuen Spielzeugen hier irgendwo mal was kaputt machen, hoffe ich. Ich will Sachen kaputt machen. Guck mal, guck mal. Was denn? Guck mal, wie süß das Auto ist. Ja, kannst du drüber laufen? Kannst du es noch kaputter machen? Nee. Oh Mann, oh. Na gut, dann lass mal durchmarschieren. Aber wir können Fußball spielen damit. Können wir damit auch rennen? Naja, so halb. Was ist das? Yay, Tor! Warte was mal. Was denn? Hä? Das ist das. Was ist das? Was ist was? Wenn du auf Dings das Ski, Shift. Shift rennt der bei mir. Okay, hast du es auf Space? Da dürfte er springen, tut aber nix. Nee, guck mal. Also, schau mal mich an. Ja, da fährt irgendwie was hoch bei dir. Ja, was? Nahkampf. Okay. Alles klar, Kinder. Zwischen euch und dem Damm wimmelt es nur so von diesen Arschlöchern. Wow. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Hey, ihr schafft das. Ach, sind die süß. Guck mal. Kann ich einen mit nach Hause nehmen? Ja, klar. Einfach drauf drehen, funktioniert am besten. Der läuft da weg. Oh, scheiße, komm. Träger! Das ist ein Dicker. Da war ein Dicker. Ich wollte gerade sagen, er sieht aber nicht mehr so dick aus. Ich möchte festhalten, dass die Bolzen... Science, da am Tor! Apropos Tor, Bert, wir kommen nicht weiter. Diese Max haben Fernkampfzielsysteme. Markiert, was ihr wollt. Wir sprengen es. Ha, schön. Ach, Komma ist das bei mir, was du da hattest. Wow. Okay. Feuer frei. Ich hab mal ein bisschen markiert. Ich bin sicher, dass sie tot sind. Ja, tot zerstört. Auch. Gut. Okay, dann gehen wir weiter. War aber schon alles kaputt. Also das müsstest du machen, weil bei mir ist das auf Komma. Da komme ich relativ schlecht ran. Ja, ist kein Thema. Geht's hier weiter? Hier hoch? Guck mal. Ah, okay. Wofür? Du bist ein großes Monster. Ein bisschen fühle ich mich doch irgendwie jetzt unbesiegbar. Ja, mal gucken, ob das auch wirklich so ist. Und hier wohnt auch ganz bestimmt niemand mehr, oder? Bäm! Wir sind durch! Hescher, voraus! Und heizen wo? Wir ihm ein! Nach oben! Luftangriff! Yeah, voller mich! Das ging flott. Ja. So, wir gehen jetzt lang. Links? Ja, links. Gute und schlechte Nachrichten. Die schlechten, der halbe Schwarm ist hinter euch her. Ist uns nicht entgangen und die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass dein Dad echt wirklich stolz auf dich ist. Okay, also ich gehe dann mal weiter Monster töten. Ja, ja. Einfach mal draufhalten. Bert, den Mac kriegt er nie wieder. Hey, denk nicht mal dran. Da fliegt meine Munition in der Luft. Wir tackern ja richtig, Leute. Ja. Oh. Tack, 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 tack. Da hat der Boom gemacht. Gut, dass wir nicht nachladen müssen, ey. Vorsicht, hey, Hescher. Kommen mehr Hescher! Das packen wir! Gut, ich in den Linken. Erledigt! Okay, wir kommen hier wohl nur durch diese Wand wieder raus. So unbesiegbar sind wir doch nicht. Nee, Schaden nimmst du schon. Er macht erstmal alles kaputt hier, ey. Schnaute da oben. Liegt auch ziemlich tief der Helikopter, so durch die Bäume durch.
Ich will auch wieder was kaputt machen. Der ist geländet. Oh Mann, hier ist nichts zum Zielen. Oh. Den kennen wir doch noch. Feinde! Ja, das letzte Mal. Na klasse, jetzt kommt noch ein Vormeck. Ja, aber dieses Mal sucht er sich jemanden in seiner Größe. Er ist verletzt! Schießt auf die Blasen! Raketen unterwegs. Einfach drei mit die Granaten. Ja, läuft schon irgendwie. Feuer frei. Ja, Feuer. 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 Warte, wir laden nach. Es ist am Boden, aber noch nicht tot. Hau drauf. Hau drauf. Was? What the fuck, was machst du da mit dem? Oh, der hat ein großes Maul. Ich wollte gucken, ob's stimmt. Der Vormeck ist erledigt. Jetzt nichts wie raus hier. Ja, klar. Aber wie? Kinder, zielt auf die Wand. Wir bahnen euch einen Weg. Das hört sich echt gut an. Ja, ja, der Bohrer ist, also... Ihr könntet auch selber. Ja, wollte ich gerade sagen, die brauchen nur noch einmal... Sag mal! Ich stehe auf dich! Entschuldigung. Wo müssen wir lang? Denk mal da durch die Suppe. Okay. Hey Leute, alles klar da unten? Naja, so weit, so gut. Eine Ahnung, was da auf uns zukommt? Da sind eine Menge Viecher. Ziemlich große. Ziemlich groß, hä? Ich glaube, mit groß kommen wir klar. Haha, ich kenne es gar nicht anders! Ah, ich liebe es. Ich muss unbedingt noch die alten Teile spielen. Ich hoffe, dass ich es irgendwie nochmal hinbekomme. Weil die alten Teile, für die Leute, die was es nicht wissen, gibt es halt nur auf, auf der Konsole, bis auf den ersten Teil. Den gibt es als Remastered-Version auch auf dem PC. Aber 2 und 3 gibt es leider nur auf der Konsole. Was ich ein bisschen schade finde. James, ja. Der Damm ist gleich voraus. Aber vielleicht macht Microsoft ja da noch irgendwas mal. Na, das glaube ich nicht. No. Kontrollpunkt. Oh, ich kann wieder schießen. Der Container fliegt. Hey, mehr Häscher! Das sind Träger! Alles ich down? Hab mal ein paar Granaten regnen lassen. Ja, ich habe auch ein bisschen mitgemacht hier. Was haben wir denn hier wieder? Da sind noch zwei Träger! Und Häscher! Zwei Dicker. Yeah. Der dürfte auch weg sein. Ja. Na gut. Alter, du hast auch riesen Laser, ey. Oh, hinter uns. Ich bin fast im Arsch. Gut, es geht aufwärts. Und ich habe nicht gesagt, wir hätten es geschafft. Der weiß es sicher zu schätzen. Lass mal weg, danke. Wir brauchen Luftunterstützung. Machst du mal? Jo. Nee, nicht gut. Ja, da. In dem Augenblick, wo du gesagt hast, machst du mal, hab ich schon aktiviert. Ja, dieses Mal sind wir ein paar Köpfe größer. Dann vielleicht mittendurch. Der Damm ist direkt voraus. Nehmen wir das Rad auseinander. Das Rad? Das Rad? Ja, das große da. Okay, kann ich aber nicht anvisieren. Die Wand sieht kaputt aus. Ja, wir müssen auch jetzt... ja, gut. Ach so. Muskelkraft. Okay. Kraft der Hydraulik. Würde eher passen.
Ja. Nur eine andere Farbe hätte ich mir ausgesucht. Blau, gelb, weiß. Okay, wir sind beim Damm. Jetzt brauchen wir nur einen Weg hindurch. Ich hätte rot-schwarz genommen. Warum? Warte mal, da kommt schon wieder so ein... Achtung, noch ein Swarmack! Heizt du überhaupt gerade ordentlich ein, oder? Ein bisschen. Au, er mir aber auch. Ich kann momentan die anderen ziehen. Er ist weg. Ich möchte mal machen. Willst du mal? Achso, V muss ich machen. Ja, das ist wirklich. Bert, Swarmack ist erledigt! Das sehe ich! Gut gemacht! Man sieht sich auf der anderen Seite! Ja, so weit lasse ich es aber auch noch nicht kommen. Hubschrauber-Einsatz. Eine Dame nach meinem Geschmack. Ui. James, die Höhle, sie ist da drin. Ganz sicher? Ja, das ist das Zentrum des Netzwerks. Dann holen wir sie da raus. Nichts und niemand wird uns davon abhalten können. Richtig? Hey, die seismischen Messwerte drehen hier völlig durch. Was zum Teufel? Schieß einfach! Kate, es kommt auf dich zu! Okay. Sind eins getroffen oder was? Wir sind zurück! Ja, komm. Gute Arbeit. Und jetzt weiter vorrücken. Bin dabei. Oh Mann! Die machen aber gar nicht mal so viel damit. Damit zerfetzen die ordentlich. Lass sie nicht zu nah ran! Wir geben uns Mühe! Aber irgendwie hört das gar nicht auf hier. Nee, deswegen sollten wir vielleicht mal ein bisschen vorwärts kommen. Ach du Kacke! Das ist wieder typisch dieser Vor. Das habe ich irgendwie vermisst. Was, so fette Viecher? Ja. Raketen unterwegs. Nehmt euch die Tentakel vor. Tentakel erledigt! Geht was mal hin? Ist eure Chance? Reiß das verdammte Ding aus. Ich reiß mal. Markiert das Gelenk. Wir erledigen das. Bin dabei. Feuer. Feuer. Halt voll drauf. Ein Wirkungstreffer. Okay, jetzt noch die anderen drei, wa? Ah, oh, kriegen wir hin. Passt auf die Stacheln auf. Noch ein Tentakel das weniger. Ist deine Seite. Geh mal hin. Hallo, mach mal. Ja, toll. Reiß das Tentakel ab, sobald es fest sitzt. Ja, mach. Kriegst noch eine Chance. Ja, Hilfe. Verdammt, wir haben unsere Chance vertan.
Was? Jetzt noch. Komm. Also. Oh Mann, bewegt nicht zu viel. Okay, noch eins weniger. So, jetzt aber. Haut bestimmt gleich ab. Nee, nee. Jetzt spielen wir doch eine Seite. Noch ein Tentakel weniger. Na, ich renn schon. Hab ich. Und das letzte ist meiner. Feuer. Feuer. Ja. Jetzt komm her. Okay, letztes Tentakel erledigt. Na komm, mach ihn fest, das Ding. Schon mal am Anvisieren hier. Hör auf zu schreien. Raketen unterwegs. Und tschüss. Es lebt noch. Ja, aber nimmer lang. Achtung, es schießt! Oh Scheiße, Sam, da kommt was! Hä? Sind getroffen und... Scheiße, wir stürzen ab! Gut, festhalten! Dad, Bill! Okay, okay, alle Mann raus da! Ja, uns geht's gut. Aber wir müssen uns hier um den Schwarm kümmern. Erledigt das Mistvieh einfach! Achso, jetzt haben wir natürlich kein Dings mehr, ne? Hey Bert, wie steht's um den Raven? Der Hauptrotor läuft, das Heck ist hinüber. Wieso? Ich hab da so eine Idee. Alter, hast du einen Mundgeruch, ey. Ja, du bist was? Was? Wo soll ich hin? Ich geh mal zum Hubschrauber. Es kommen noch mehr von den Dingern! What the fuck? Wie geil! Das ist ja cool! Ich bin dabei. Aua. Hey, schau mal. Shit. Das ist verpasst. Es starten noch mehr von den Dingern. Bleib da einfach mal so hinter dir, ne? Ja, die Viecher da kommen. Alter. Na komm, gib Pfötchen. Sein liebes Monster und gib Pfötchen. Aufpassen! Danke. Au. So. Jetzt aber mit. Achtung, es verschießt wieder was! Schreit aber. Wir fliehen die ganzen Stückchen entgegen, ey. So, und jetzt Pötchen. Das ist doch also gut, nicht wahr? Keine Arme, keine Kekse, ne? Okay, jetzt geht's dem Scheiß wie endgültig an den
getragen. Bin dabei, bin dabei. Holen wir sie raus. Oh mein Gott. Du wusstest es, nicht wahr? Ja. Aber ich wusste nicht, was wir finden. Wenn ihr mich befreit, sterbe ich. Dafür haben sie gesorgt. Katie, schneid mich raus. Bitte. Rainer, bitte. JD. Du darfst sie nicht... Nicht. Lass mich Abschied nehmen. Nimm es. Es ist noch nicht vorbei. Also bring sie in Sicherheit. Ich brauche keinen Babysitter. Ich weiß. Du brauchst Zeit. Vertrau mir. Ich kenne das. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Sie ist wunderschön. Wow. Okay.
Ich bin jetzt gerade... Wow. Es war okay, das ein Spiel ohne Happy End. Das kam jetzt sehr überraschend. Ja gut, Gears of War ist bekannt, dass es auch miese Momente gab in den Spielen. Ja gut, aber ein Spielende? So? Ja. Okay. Ich bin gerade nicht so ganz sicher. Also. Also es war ja zumindest ein offenes Ende. Ja. Gibt es da irgendwelche DLCs von? Die das Ganze noch ein bisschen fortführen? Wüsste ich jetzt gerade noch nicht. Okay, muss ich mich auf jeden Fall gleich erstmal informieren, weil das ist jetzt ja eigentlich nur ein Teil von dem gewesen, was wir da gemacht haben. Und zwar versucht, die Mutter da zu retten. Haben wir nicht geschafft. Weil wegen Tod und so. Das war mir aber eigentlich schon von vornherein klar, ehrlich gesagt. Dass sie stirbt? Hast du wieder gespoilert oder was? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es war mir schon klar, dass sie irgendwie die Mutter in den Stock hinein transferiert haben. Das war mir schon klar, aber dass sie stirbt, war mir, sag ich jetzt mal, zu 80% war mir das schon sicher. Okay. Weil der Aufbau von dem Ganzen, allein schon wie die geredet haben, wusste ich, dass das schon eigentlich erledigt war. Aber gut, Credits, schön und gut. Ich habe immer, also bei mir habe ich zumindest immer bei den Credits so einen kleinen Fazit, so einen kleinen Rückblick. Ja, können wir gerne machen. Also, Gears of War 4 hat mich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Es war wieder ein Gears of War, was man so kennt, auch wenn mir ein bisschen die Mega-Boss-Fights abgegangen sind, weil die waren einfach bei Gears of War eigentlich immer so, ja, gang und gäbe, nenne ich es jetzt mal. Weil solche Gegner, wie wir jetzt eben am Schluss hatten, die kamen eigentlich öfters. Das waren eben so meistens Zwischengegner bei den anderen Teilen. Okay. Und ja, das ist das Einzige, was mir ein bisschen abgegangen ist. Ja gut, aber im Endeffekt hatten wir zwei. Einmal hier, ich glaube, vor zwei oder drei Folgen das dicke Ding. Und jetzt gerade eben dieses ganz dicke Ding. Ach so, du meinst, wo wir den einen General da gehabt haben? Ja, genau. Okay, ja. Ja. Also, Swarm oder wie das Ding noch hieß. Wir sind bei 28 Minuten. Ich habe eigentlich überlegt, ob wir den in zwei Teile teilen. Aber nö. Da habe ich nicht gewusst, dass schon Credits kommen. Ja, ich auch nicht. Ich dachte auch noch so, okay, vielleicht könnte man jetzt nochmal einen Cut machen, weil es geht ja noch weiter, sagt er. Bumm, Credits. Ja, gut. Nö, aber ich kann mich dem nur anschließen, was du gesagt hast. Also hat echt Laune gemacht. Ich kannte jetzt leider natürlich die anderen Teile nicht. Was ich hoffentlich vielleicht irgendwann nochmal ändern wird. Aber sonst war halt ein lustiges Gemetzel, sagen wir mal so. War ja, jetzt nicht anspruchsvoll halt oder sowas. Das war halt einfach nur wildes Rumballern. Mal so ein bisschen den Frust sozusagen rauslassen. Einfach drauf. Das ist nun mal ein Line-Shooter. Ja. Und obwohl man, wenn man es genau nimmt, ein Line-Splatter-Shooter. Ja, gut. Weil also mehr Gesplatter gibt es gar nicht in einem Spiel wie hier manchmal. Es war kurz. Ich glaube, wir haben jetzt 20 Parts. 20? Ja, ich glaube wohl, müssen ungefähr 20 sein. 21 Parts, sowas. Ja, ist jetzt nicht das längste Spiel und für den Preis, was es mittlerweile kostet, ist es schon gesalzen, will ich schon fast behaupten. Naja, du hast ja aber auch einen Multiplayer. Das ist ja kein Singleplayer-Spiel. Der, was sogar sehr gut ist. Also vielleicht kommen wir sogar noch dazu, dass wir euch den irgendwie präsentieren. Mhm. Mal schauen. Weil wir sind halt zeitlich ein bisschen begrenzt. Wir haben auch irgendwie manchmal sogar Probleme gehabt, dass wir Aufnahmesessions finden, dass wir doch rechtzeitig Parts rausbringen. Also manchmal haben wir sogar an dem Tag aufgenommen, an dem wir den Part hochgeladen haben. Er ist nun mal so. Aber solange es ja euch nicht stört, also ihr kriegt das ja sowieso nicht mit. Wollte ich gerade sagen, solange passend die Parts rauskommen, ist ja alles in Ordnung. Wir haben ja im Hintergrund nur den Stress. So. Ja. Wie schon gesagt, cooles Game, mir hat's gefallen. Und
Ein bisschen hoffe ich ja jetzt, dass es nach den Credits noch weitergeht. Ja, gut. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich irgendwie noch ein DLC oder sowas dafür rauskommen. Oder ein Teil 5, frag mich nicht. Das wäre nicht nicht undenkbar. Ja, weil offenes Ende halt, ne? Komplett offen. Es war grundsätzlich schon jedes Gears of War. Okay, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert. Danke, jetzt brauche ich die anderen Spiele auch nicht mehr spielen. Jetzt kenne ich die Enden ja, sie sind offen. Ja, sie sind, aber ich muss zugeben, sie sind abgeschlossener als das hier jetzt. Weil das war mir jetzt zu abrupt. Ja, das war ja wirklich das so Kohle aufgebraucht für Scripting. Wir machen jetzt Schicht im Schacht. Lass mal die Credits machen. Das war mir jetzt wirklich zu rapide. Also das bin ich wirklich nicht gewohnt bei Gears of War. Also zumindest gibt es dann zumindest so eine Abklingphase, so wo es halt wirklich zu Ende geht. Mhm. Aber hier war es irgendwie so mega traurig. Also ich fand jetzt, die Emotionen haben sie echt gut rübergebracht ja. Bei der ganzen Szene. Und dann einfach Medaillon, Schluss, fertig. Ja, leider. Das war mir zu abrupt. Also das war mir, weiß nicht. Hätte noch vielleicht so ein cooler Spruch kommen können von wegen, ja, wir gehen jetzt nach Hause. Aber das definitiv nicht einfach. Oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kein passender Spruch halt. Aber zumindest irgendwas. Gears of War typisches. Irgendwie ein dummer Spruch noch so ja, zum Ende. Irgendein Schluss hat mir halt jetzt gefehlt. Na gut. Mich würde auf jeden Fall interessieren, Leute, die was zugeguckt haben. Was findet ihr von Gears of War? Das haben wir ja schon dazwischen so hin und wieder mal gefragt, aber so generell jetzt als Gesamtpaket. Was findet ihr an? Wie gefällt euch das Spiel? Also wie findet ihr es? Und wollt ihr eventuell mehr sehen? Würden uns sehr freuen, wenn ihr uns drauf antwortet. Weil wenn ihr sagt, nö, scheiß Projekt, interessiert uns nicht, dann werden wir uns natürlich nicht die Mühe machen, dass wir noch irgendwas machen. Ja. Du vielleicht nicht. Ja. Nein, ich glaube, es hat jeder verstanden, was du damit sagen willst. Du magst mich nicht. Okay, tschüss. Siehste? Hab ich doch gesagt. Nee, wie schon gesagt, der erste Teil, den gibt es auch auf dem PC, nur ist er halt relativ teuer, in Anführungszeichen. Mal sehen. Warum sieht man jetzt beim... Oh, ups. Bei mir hat man gerade die Taskleiste gesehen. Oh nein. Mal sehen. Vielleicht kommen wir dazu. Weil zweiter und dritter Teil, wie schon gesagt, gibt es nur auf der Konsole. Weiß gar nicht, ob man die im Multiplayer... Hast du eine 360? Nee, ich habe gar keine Xbox. Na gut, dann wäre das auch erledigt. Nur wegen Spielen hole ich mir bestimmt keine Xbox. Zumindest nicht nur wegen einem Spiel. Und vor allem keine X360. Ach komm, die hat ein paar geile Spiele. Ja. Die hat wirklich ein paar geile Spiele. Das ist auch eigentlich der einzige Grund, warum ich mir eine geholt habe. Ach so, okay. Weil spieltechnisch gibt es wirklich ein paar gute auf der 360er. Sind sogar noch einige bei mir geplant. Ich habe hier drei Spiele rumliegen, die was ich schon längst let's playen wollte. Aber ich komme einfach nicht dazu. Naja. Special thanks, Aaron Brindle, Adrian Simons. Willst du jetzt echt die ganzen Namen noch vorlesen, oder nein. Was? Ich finde immer, dass manchmal bei den großen Publishern und den großen Entwicklern die Credits echt ewig sind, weil die wirklich alles damit reinkloppen. Aber ganz ehrlich, wer liest jetzt den ganzen Kram denn durch? Naja. Ja, anscheinend du, weil du so ruhig bist. Ein bisschen. Ja, ich finde aber ehrlich gesagt, wenn man schon... Immerhin haben die sich Mühe gegeben bei dem Spiel. Und ich bin der Meinung, dass die Leute, die was die Arbeit gehabt haben bei dem Spiel, sollten auch... Geehrt klingt irgendwie manchmal falsch. Aber... Da kann man ruhig auch zeigen, wer das gemacht hat. Auch ja, na klar, das steht ja auch gar nicht außer Frage. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass da so viele Leute dran arbeiten. Ja, doch. Doch. Echt?
Ich habe schon überhaupt mit Spielentwicklung nichts zu tun. Ja, ich war schon in zwei Game Studios und da arbeiten schon verdammt viele dran. Weil du musst bedenken, bei einem Computerspiel geht ja nicht nur meistens das Produktionsteam in den Vordergrund, sondern eben auch alles rundherum. Also sei es jetzt der Soundtrack, Publisher, sei es die Programmierer. Also da kommt leider so viel aufeinander, dass es auch manchmal recht kompliziert ist, was das Rausbringen eines Spieles angeht. Da habe ich schon so das ein oder andere miterlebt und das ist manchmal nicht so einfach. Und deswegen finde ich es auch manchmal sogar ungerecht, wenn Leute sich beschweren, ach, das Spiel ist jetzt viel zu früh raus und noch halb nicht fertig, also hat so viele Bugs. Da kann meistens der Publisher oder das Studio alleine gar nicht einmal was dafür. Da stehen dann da meistens noch die Sponsoren dahinter, die was sagen, hey, das muss jetzt endlich raus. Ja, ja. Oder das Marketing, die was sagen, ja, jetzt wird's aber Zeit. Und ja, dann kommen natürlich auch noch die ganzen Fans und Community dazu, die was dann sagen, hey, wollt ihr nicht das Spiel endlich rausbringen? Ja, dann haben wir kein Interesse mehr, bla 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 bla. Und dann kommen immer die großen Beschwerden. Man hätte noch 2-3 Monate gebraucht, aber man musste es rausbringen, weil irgendein großes Event vor der Tür gestanden ist oder sonst irgendwas. Ja, ja, genau. Und deswegen finde ich es manchmal sogar ein bisschen unfair, wenn die Leute sich dann so dermaßen den Kopf zerreißen wegen irgendeinem Scheiß, weil dann plötzlich irgendein Gegner in der Luft fliegt oder was weiß ich was. Weil ich bin der Meinung, man könnte über solche Sachen hinwegsehen. Wenn es wirklich spielerrelevante Sachen sind, also wenn man jetzt eine Tür hat, wo man nicht durchkommt oder sonst irgendwas, dann ist das natürlich scheiße, keine Frage. Aber wenn es so Nebensächlichkeiten sind, also mich stört sowas nicht. Mich stört das auch nicht. Nee, überhaupt nicht, weil solange dadurch irgendwie die Atmosphäre nicht allzu kaputt geht, das vielleicht sogar noch ein bisschen witzig ist, wenn da vielleicht irgendwie was durch die Gegend fliegt, was eigentlich gar nicht fliegen sollte. Ja, das finde ich nicht so schlimm. Wenn jetzt, wie du schon sagtest, irgendwelche Türen verschlossen sind oder irgendwelche Trigger nicht ausgelöst werden, um dass ich weiterkomme. Ja, gut, okay, das ist was anderes. Aber solche Sachen, die werden ja im Normalfall relativ schnell gefixt. So meine Erfahrung mit den größeren Entwicklern, aber auch selbst bei den kleineren Entwicklern. Also wie ich so richtig grobe Schnitzer, das meistens gibt, wenn die schon irgendwie mit einem Day-One-Patch oder sowas rausgenommen. Oder es wird halt binnen kürzester Zeit nachgepatcht. Weißt du eigentlich die Strategie hinter diesem Day-One-Patch? Ja, ich habe das irgendwo mal gelesen. Der Day-One-Patch oder halt, dass kurz danach eben ein Patch rauskommt, ist grundsätzlich meistens ein Schutz gegen die Raubkopierer. Ja, ja, genau. Da fehlen dann irgendwelche wichtigen Programmteile oder irgendwelche Sachen fehlen dann da halt in dem normalen Spiel. Und das Spiel an sich funktioniert nur wirklich zu 100%, wenn du halt den Day-One-Patch installiert hast. Ja. Aber ja, es ist mir schon bekannt. Denke ich mal, jetzt zu Ende. Jo, falls nichts mehr kommt. Mich hat's gefreut. Ich hoffe, wir kommen wieder zusammen, King. Natürlich. Oh. Wo zur Hölle sind die alle? Es war so klar, dass da noch was kommt. Das war so klar. Okay, ich habe jetzt gerade einen Fehler bekommen. Echt? Ich nicht. Ich bin im Fehler. Menü. Sie wurden zum Hauptmenü zurückgeleitet. Beim Verbindungsaufbau ist Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später. Ja, okay, stimmt. Du bist auch nicht mehr bei mir in der Gruppe drin. Okay, na ja, gut. Gut, würde ich allerdings sagen, jetzt haben wir eigentlich alles gesehen und machen jetzt Schicht im Schacht. Genau. Danke fürs Zuschauen und ja. Ja, willst du auch noch was sagen? Ja, guckt unsere anderen Projekte, würden uns auf jeden Fall darüber freuen und ja,
Schreibt in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen immer wieder gerne Vorschläge, Kritiken oder was wir eventuell noch zusammenspielen könnten. Hey, wir sind für alles offen. Richtig. Und ja, hoffe, man sieht und hört sich in den nächsten Parts. Also generell in den nächsten Projekten. Also, bis dann und tschüss. Bye, bye.